Moin Moin, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz. Letztes Mal haben wir uns endlich den 8. Orden geholt. Wieder ein doch recht knapper und vielleicht so spannender Kampf, ja. Gut, Rokopter hätte so oder so am Ende noch gerissen, aber Ico hat es auch geschafft. Und jetzt erstmal hier raus, denn jetzt passiert doch irgendwas wieder. Ich kenne das Spiel doch. Ja. War ja klar. Ja, du hast alle Orden. Yay! Eigentlich zur Pokémon-Liga da. Pokémon-Liga, aber Team Plasma kommt zuerst. Da muss ich mich um die Hohlköpfe wieder kümmern. Naja, stehlen die Pokémon von Leuten. Und frieren das ganze Land ein. Yeah. Nope. Glaube ich, dass die Plasma böse ist. Ich glaube, dass sie dumm sind. Zählt das als böse? Na komm, wir sagen, wir sind böse, ne? Weil sie sind ja immerhin... Sie haben Hughes Pokémon gestohlen, der Typ steht neben uns. Wenn wir jetzt sagen, nein, dann bringt er uns um. Naja, natürlich, die Plasma ist irgendwie... Haufen Vollidioten vor allen Dingen, aber gut. Okay. They're bad. So you fight them. Okay, sie sind böse, also bekämpfst du sie. Sehe ich ein. Du gehst wieder schwimmen, habe ich recht? Naja. Wo muss ich überhaupt hin? Route 22 soll ich also nachgucken. Okay. Dann werde ich mich auf den Weg... Ah, ich glaube, ich erinnere mich, was jetzt passiert. Ich glaube, ich erinnere mich. Ich weiß es auch nicht. Ich meine mich an noch so eine Stelle zu erinnern, wo jetzt der... dieser komische Wissenschaftler kommt. Ich glaube, der kam jetzt noch irgendwo und, naja, ich glaube, das war jetzt. Hey, du hast ein paar interessante... Oh, ne, hast du nicht. Okay, dann ist gut. So, wer kämpft denn jetzt mal? Luise, du hast erstmal Pause. Ralfors, du hast es nötig. Aber du hast doch keine Drachenattacke. Route 22. Wo ist denn Route 22 überhaupt? 21? 22, okay. Scheinbar irgendwo noch... Ah ja, klar. Über diese komischen Brücken... Dann keine Ahnung wohin. Hier in der Stadt liegen auch noch ein paar Items. Die hole ich mir jetzt nicht, weil ich gar nicht genau weiß, wie ich rankomme. Ach, sieh mal einer, guck. Das sind doch offensichtlich Ben und Sven, ja. Okay. Nein. Nein, wie mache ich das jetzt? Okay, ich nehme mal Dongero und Mikau. In der Hoffnung, dass die das zusammenpacken, weil ich weiß jetzt nicht, was die für Pokémon haben. Sie hatten früher ja Sonnenfell und Lunastein in XY. In XY, genau, da kamen die auch vor. In Smaragd noch zusätzlich Lepumentas und Xatu. Ich weiß nicht, was die hier haben werden. Einfach nur Psycho und es wird ja auch wahrscheinlich wieder ein Doppelkampf sein, ne? Wäre dumm, wenn nicht. Falls nicht, ändere ich die Reihenfolge. Lieber Mikro vorne. Okay, bin ich bereit dafür? Nein. Ich mach's trotzdem. Ja, bist du überrascht? Ja, ja. Wie? Bist du überrascht? Bist du überrascht, dass es hier zwei Arenenleiter gibt? Nein, dass wir so gleich aussehen. Achso. Oh. Wir sind Zwillinge. Ja, genau wie damals. Doppelkampf. Ja, natürlich. Deshalb bin ich doch hier. Ihr seid zwei Arenaleiter. Also, eine Arena, aber trotzdem. Und ihr müsst noch besiegt werden. Tate und Lisa. Okay, die haben andere Namen hier. Ben und Svenja. Wer die deutsche Version kennt. Und ich sehe da schon Hammer. Wow. Da haut ihr aber direkt zu Anfang ganz schön raus, Leute. Jetzt hätte ich lieber Dongero mit... Wobei, das geht doch. Kombination Dongero und Aeralfoss. Ah! Ich kann nicht wechseln. Da hat einer von denen Wegsperre und das müsste das Molly Morba? Stimmt das? Das linke? Das linke jedenfalls.
Gothitelle. Das müsste Wegsperre lernen können. Demnach wird es das auch haben. Dann nehmen wir direkt mal einen Surfer. Surfer ist eine dumme Idee. Ja, komm. Vergleichsweise mal Surfer zu Erdbeben. Oh, ich gebe mir jetzt selbst also auf die Fresse. Aber was soll ich machen? Sekunde. Don Gero ist der schnellste in der Runde. Okay, das ist komisch. Ja, hat nicht viel Schaden gemacht. Aber wenn ich das nochmal mache, dann habe ich es gepackt. Ach, und eine Energieballastung. Gut, das war's mit Don Gero. Oder, ja, hätte ja auch knapp überleben können. Aber nein, dann wohl nicht. Da nehme ich jetzt aber Aeralphos. Kann ich nämlich in Ruhe das Erdbeben machen, ohne mich selbst zu treffen. Der große Vorteil der Schwebe. Und du machst einfach mal... Ach, guck mal, du hast doch Knirscher. Nehmen wir mal dich. Dich muss ich auf jeden Fall loswerden. Oh, und so ein Crit. Wow. Vielleicht wird das ja so ein Part, in dem wir einfach mal eine Menge Glück haben. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und natürlich der Psy... Ach, stimmt ja, der Kampftyp. Hm. Ich kann mir das nicht merken. Ich werde mir das nie merken können. Ich werde in der Pokéliga noch am Champ stehen und dann merken, oh scheiße, Mika hat einen Kampftyp. Falls es denn irgendwie dann schlecht ist. Wovon ich jetzt prinzipiell erstmal ausgehe, weil immer wenn mir das auffällt, ist es schlecht. Na gut. Und ein Lunastein. Ja, da habe ich doch gerade passend die Antwort. Dann ahne ich jetzt auch, was das letzte Pokémon noch ist. Das sind dann nämlich auch, das hätte man sich vielleicht sogar so ein bisschen erschließen können, weil es passt. Signature waren ja Lunastein und Sonnfell beide. Und passend dann aus der fünften Gen, die beiden, die wir gerade hatten, Cytomega und, ich meine, es war Molimorba, oder? Nee, es war nicht Molimorba. Aber ich habe jetzt auch gerade den Namen vergessen. Jedenfalls, passt relativ gut, weil halt die, das Psycho-Duo, sag ich mal, aus, der fünften Generation. Molimorba war das erste, dann Hypnomorba und das letzte? Morbitess, na klar, dankeschön fürs Aufklären. Manchmal habe ich es mit den deutschen Namen auch. Nur, dass ich die englischen überhaupt nicht kenne. Und Solrock, wie erwartet. So, du hast zwar einen Eisstrahl, aber ich... Was ist die richtige Attacke? Ja, Flash Cannon. Sonnenfell könnte gut eine Feuerattacke haben. Und ich habe jetzt keine Lust, es zu riskieren, dass mir Rokopter drauf geht. Denn der könnte die ganzen Kämpfe wahrscheinlich noch alleine jetzt gewinnen. Wahrscheinlich. Mal gucken. Sofern er nicht von einer Feuerattacke ausgenockt wird. Und das wollen wir doch verhindern. Holy shit, das macht Schaden. Also, gut. Wirklich gut, macht viel Schaden. Das natürlich auch. Und... Ah, gut. Glück gehabt. Ja, ist natürlich klar, dass Rokopter langsamer ist, aber... Ich denke, das ist eigentlich verkraftbar. Nachteil, den ich jetzt sehe... Ich muss heilen. Und ich habe vergessen, mir Heilung zu holen. Okay. Diesen Kampf... Das war einer der Kämpfe gegen die Arenaleiter, die gut gelaufen sind. Okay. Ich muss definitiv zurück und Heilung kaufen. Ich habe es schon wieder verpennt. Warum vergesse ich das immer? Na gut, jetzt habe ich schon eine Idee. Flash Cannon und... Nein. Quick Attack. Reicht doch gewiss aus. Jo. Sieht gut aus. Sehr schön. Das lief besser, als ich dachte. Tatsächlich. Wir hatten einfach recht guten Vorteil. So. Ja. Pokémon World Tournament. Ganz toll. Zurück und heilen. Wo war der Weg? Da war er. So, Pokécenter. Einmal heilen. Einmal Heilung kaufen. Wieso kann ich mir das nicht einfach mal merken? Aber gut, da waren es nur noch zwei. Flavia und Felicia fehlen noch.
Wobei ich jetzt mal sagen muss, die haben beide eine Wasserschwäche. Sollten wir die treffen, also falls wir noch jemanden treffen, was ich jetzt mal hoffe, hätten wir wahrscheinlich keine Probleme, sie zu besiegen. Hyper Potion. Oh, gib mir mal so, dass wir 30 haben. Oh, Max Potion. Gib mir mal so viel, dass wir da 20 von haben. Oh, Full Restore. Gib mir mal einfach 20. Revive. Gib mir mal so 30. So, noch Weepiler. Haben wir noch Schutz? Ja, nehmen wir mal wieder ein paar mit. Das sollte eigentlich reichen. Oder nehme ich noch ein bisschen was mit? Ja, nochmal 20. Das ist das Einfachste. So. Jetzt habe ich mehr als genug Heilung. Gut. Und wieder Dorschen. Aerefoss nach vorne. So. Und, ja, ich denke mal, dass ich hier falsch bin. Und da oben lag doch ein Item, oder? Ja, da war eins. Mystic Water. Ja, das passt natürlich zu der Stadt. Das Zauberwasser verstärkt Wasserattacken. So, und du musst noch bekämpft werden. Du kämpfst nicht. Das ist gut. Dann brauche ich Stärke. Ich habe jetzt wie immer keine Lust auf wilde Pokémon. Ich bin auch nicht hier, um jetzt irgendwie viel zu fangen. Sortieren. Da ist er schon. Da liegt da bestimmt ein Item. Ja, Carbon. Und ich sehe da oben eine versteckte Lichtung. Komme ich da hin? Ah, mir fällt gerade auf, ich weiß, welche Route das hier ist. Auf der müssten wir einem gewissen Pokémon begegnen. Okay. Das ist nämlich die Route, wo wir dann Terrakium finden müssten, ne? Das letzte, was noch fehlt. Terrakium. Kobalium und Viridium haben wir geplättet. Und Level 52. Huch. Plötzlich sind die Gegner wieder schwach. Also das ist interessant. Zwar verständlich, aber dass da so eine ganz schöne Schwankung zwischen ist. Das sind jetzt... Arenaleiter war 62, ne? Er ist 52 hier. Wow. 10 Level Unterschied zum Arenaleiter, den wir gerade platt gemacht haben. Ja, wobei, gut. Es kann natürlich, sein, dass man hier eher zum Training noch schon auf die Route geht, wo ich ja keine Lust zu hatte auch. Dass man dann schon mal die Trainer platt macht, die Route erkundet und sich dann erst, also sich erst dann an den Arenaleiter wagt. Hätte ich mal vielleicht machen sollen, hätte mir etwas erspart. Aber ich dachte mir einfach so, ne, das versuchst du direkt so. Und erstaunlicherweise hat es relativ gut funktioniert. Ja, wir haben in der Arena mehrfach ziemlich aufs Maul bekommen, aber wir haben immer gewonnen. Und das ist doch, was zählt. Charmeleon, was soll das nochmal? Ach genau, Glutexo. Ach, jetzt merke ich erst, was du für drei Pokémon hattest. Bisaknosp, Glutexo und Shilock. Ja, okay, das ist cool. Schöne Idee. Auf jeden Fall. So. Hier lang. Das Item möchte ich noch mitnehmen. Ach, weil. Ich habe schon gesagt, eins von beiden ist doch vielleicht wieder ein Pilz. Ja, natürlich. Diese. Sogar der große Pilz. Nö. Keine Lust. As always. Und ein AP Plus, das kann man gewiss gebrauchen. Und da steht sie auch schon. Ja. Da ist er ja auch. Lange her. Ja, ich sehe selbst, dass es Terrakium ist. Eins der drei Pokémon, die die Pokémon damals vor den Flammen des Konflikts der Menschen beschützt haben. Ja, die anderen beiden habe ich schon geplättet. Und das würde ich eigentlich gern auch noch platt machen. Warum? Weil ich es kann.
Ah. Terrakium sucht einen Trainer, der es mit dem Plasma aufnehmen kann. Interessant. Wollen wir gegen Team Plasma kämpfen? Da stellt er auch schon diese Frage. Ich weiß es nicht. Ich denke schon, wir werden es machen. Ja. Okay. Was ist das? Chorus. MCHN? Whatever. MCHN? Hm. Okay, ich habe keine Ahnung, was dieses Ding bewirkt. Oh, kein Schimmer. Und er spricht jetzt von Route 121. Heißt das, wir sollen jetzt dahin gehen? Ach ja, wir machen erstmal Terrakium platt. Ja. Also ich bin mir auch sicher, dass ich noch in diese Höhle musste auf Route 21. Erinnere ich mich auch irgendwie dran, aber das hatte ich auch irgendwie in Verbindung mit diesem Colrus gerade. Ich wurde aber hierhin geschickt, deswegen hätte ich jetzt gesagt, untersuche ich erstmal diese Route, oder? Ja, wahrscheinlich finde ich hier sowieso nichts. Die führt mich am Ende zu einer Höhle und ja, von dieser Höhle aus ginge es Richtung Pokeliga und ich vermute, dass da irgendwo eine Blockade ist, dass es nicht weitergeht. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt zu der Höhle gehen muss. Ich weiß es nicht. Das wollte ich nicht. Aber wir haben einen Sonderbonbon gefunden. Und Bonbons sind toll. So, einmal Wanderer zum Mitnehmen, bitte. Wie hätten Sie ihn denn gerne gebraten oder gekocht? Was? Kranidos. Okay. Die englischen Namen sind teilweise echt interessant. Ich bin jetzt unschlüssig, wo ich hin soll. Auf jeden Fall. Oh, danke. Was brauchst du nicht mehr? Ich glaube, wir können auf Steinhagel verzichten. Oder... Ja, doch, ich denke, das geht schon. Ah. Drachenklaue, die hätte ich beim letzten Orden gebraucht. Also... Beim siebten. Wie lieb. Oder... Versuchen wir es mal mit Stahl. Einen schönen Stahlangriff. Das könnte eigentlich schon relativ gut Schaden machen. Und nach den beiden, die er jetzt eingesetzt hat, hat er vermutlich noch Anorith und Schilterus. Ne? Amaldo. Nah dran. Nah dran. Es ist die Weitertüte von Anorith. Trotzdem Schilterus oder Bolterus von mir aus auch. Hast du bestimmt auch noch. Fände ich voll gut, weil das kriege ich mit der Bodenattacke bestimmt schnell down. Und Rokopter levelt wie immer sehr schön. Credili. Keine Ahnung, was es ist, aber ich tippe auf Schilterus. Oder Bolterus. Es ist ein Wheelie. That's a little bit strange. Naja. Ja. Okay. Schwebe. Ich habe Schwebe verloren. Toll. Ist auch relativ egal. Und ich denke, ich werde jetzt zurückgehen zur Stadt, denn ich bin mir sicher, dass wir in diese Höhle mussten. Hier wollte ich nicht runter. Falls wir nicht in die Höhle mussten, dann auch nicht schlimm.
Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt halt in diese Höhle müssen und deshalb gehe ich zu der Höhle. Über diese Route in die andere Höhle, da in die Riesengrotte, müssen wir sowieso noch. Später. Zwangsweise. Deshalb können wir das auch dann machen. Und dann kümmern wir uns zuerst lieber um diese Seehöhle oder wie auch immer die heißt. Die Höhle am Strand. Nicht das Haus am See, sondern die Höhle am Strand. Kann man bestimmt auch gut wohnen. In der Höhle, wie so ein Neandertaler. Macht Feuer mit Stöcken und Steinen. Und jagt doch wilde Tiere. Gut, dann da würde ich mal sagen, als nächstes lang. Und das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.